Eine Andacht zu Pfingsten. Lasst uns als erstes gemeinsam beten mit Worten aus Lied 165. Herr, komm in mir wohnen, lass mein Geist auf Erden dir ein Heiligtum noch werden. Komm, du nahes Wesen, dich in mir verkläre, dass ich dich stets lieb und ehre. Wo ich geh, sitz und steh, lass mich dich erblicken und vor dir mich bücken. Die Auslegung folgt einem Abschnitt aus dem Johannesevangelium im 20. Kapitel ab Vers 19. Am Abend aber dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren, aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen, Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus abermals zu ihnen, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen, nehmt hin den Heiligen Geist, welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen, und welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Liebe Gemeinde, Jesus bläst seine Jünger an. Unter normalen Umständen kommen mir da als erstes ähnliche Dinge aus der Bibel in den Sinn. Zum Beispiel ganz am Anfang, als Gott den Menschen schuf. Da machte er ihn aus Erde vom Acker und blies ihm den Atem des Lebens in seine Nase. So ward er ein lebendiges Wesen. Oder etwas weniger bekannt, die große Vision beim Propheten Hesekiel vom Totenfeld in Kapitel 37. Im Auftrag Gottes soll der Prophet sagen, Atem des Lebens, komm herzu von den vier Winden und blase die Getöteten an, dass sie wieder lebendig werden. Und so geschieht es. Es gibt noch mehr Geschichten, zum Beispiel Elisa, der Prophet, als der ein totes Kind auferweckt. Da gehört eine Berührung von Mund zu Mund dazu. Letztlich auch, wie unser Herr Jesus Christus einmal bei der Heilung eines Blinden seine Spucke mitverwendet. Odem, Atem, neue Lebenskraft, die eingeblasen wird, das kommt mir normal in den Sinn aus der Bibel. Wir haben aber gerade keine normalen Umstände, ganz im Gegenteil. Und deshalb war jetzt mein erster Gedanke, als ich das bei der Vorbereitung auf diese Predigt gelesen habe, dieses ungeschützte Anpusten, Anblasen. Oh, da hält sich aber einer überhaupt nicht an die Hygieneregeln. Und prompt passiert ja auch etwas. Die Jünger werden infiziert, angesteckt vom Heiligen Geist. Nein, ich will Covid-19 ganz bestimmt nicht verharmlosen. Die Krankheit kann wirklich lebensgefährlich sein. Aber die Verlockung für mich war doch zu groß, aktuell da einmal ein paar mögliche Vergleiche zu ziehen. Pfingsten ist doch auch das Fest, an dem mit ungewohnten Worten und Bildern vom Glauben geredet werden darf. Also deshalb heute einmal diese Versuche zu übertragen. Jesus infiziert hier seine Jünger. Auch sie sollen ab jetzt welche sein, die es weitertragen, das Virus des Glaubens. Na, das ist vielleicht jetzt doch etwas zu krass. Welches die weitertragen, die heilschaffende Kraft des Evangeliums, so dass sie es weitergeben können. Sie sollen sein Menschen, die das neue, unvergängliche Leben in Jesus Christus so bezeugen können, dass es ansteckend ist. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch.
Das geschieht ab jetzt. Immer weiter, immer größere Kreise zieht es. Innerhalb von wenigen Jahrhunderten verbreitet sich ja dann der Glaube an Jesus Christus von Jerusalem aus über Samaria bis in das ganze Römische Reich. Das nenne ich einmal exponentielles Wachstum. Ein R-Faktor, ein Reproduktionsfaktor von 3, 4, was weiß ich. Und diesen Vergleichspunkt finde ich fast noch spannender. Bei einer Pandemie ist es ja weltweit ein und derselbe Virus, muss ja keine Mutationen geben, das wird unverändert weitergegeben. Deshalb hat es auch überall die gleiche Kraft und Wirkung. So ist es auch mit dem Evangelium von Jesus Christus. Durch all die Jahrhunderte und über alle Kontinente hinweg ist es diese eine lebensschaffende Kraft, dieser eine Name, in dem Heil ist, kraftvoll und wirksam. Nicht wenige meinen ja, bei dem, was wir von Jesus wissen und hören, ist das im Grunde so gelaufen wie beim Spiel Stille Post. Da haben die ersten Zeugen etwas wahrgenommen, etwas gehört und das weitererzählt, aber im Grunde haben sie auch nicht alles richtig verstanden, ein paar Dinge auch vergessen. Egal, dann haben sie halt etwas Neues dazu erfunden, auf ihre eigene Art weitererzählt, der Nächste wiederum einen Teil vergessen, etwas dazu erfunden, sodass es am Ende im Grunde nur noch Hörensagen sind. Ein Nachhall aus fern vergangenen Zeiten, der durch diese Verdünnung sozusagen auch immer kraftloser wird. Und so wäre das wirklich mit den Worten und Taten von unserem Herrn Jesus Christus ohne Ostern und Pfingsten. Aber wir verkündigen ja die Botschaft von unserem auferstandenen Herrn. Er lebt und regiert, das haben wir Himmelfahrt gefeiert. Er ist bei uns alle Tage. Und durch die Kraft des Heiligen Geistes wird diese frohmachende Botschaft, dieses lebensschaffende Wort bis heute so weitergegeben, dass es ansteckend ist, so wie am ersten Tage. Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Oder eben hier mit unserer Bibelstelle, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch bis heute. Euch. Ja, ich weiß, ganz viel passt auch nicht bei diesem Vergleich. Bei einer Viruserkrankung wünscht man sich ja, dass sie so schnell wie möglich vorübergeht. Man hofft auf eine starke Immunabwehr, die diesen Fremdkörper in mir killt. Oder es gibt eben manchmal auch bleibende Schäden, im Extremfall sogar der Tod. Ganz im Gegensatz dazu das Evangelium von Jesus Christus, da geht es um Leben, Gesundheit für die Seele, vielleicht sogar für den Körper, die heilende Kraft. Da geht es um nichts Fremdes, sondern da finde ich wahrhaft zu mir selbst. Und dieses Heil wirkt eben nicht nur in der Zeit, sondern bis in Ewigkeit. Und doch, bei allen Unterschieden komme ich von diesem Virusvergleich nicht los. Zu stark habe ich da inzwischen die Regeln im Kopf. Abstand halten, bloß keine Nähe, am besten im Haus bleiben, möglichst, platt gesagt, den Mund nicht aufmachen. Man könnte ja allein durch sein Reden oder gar Singen Schlimmes anrichten. Das sind wirksame Maßnahmen gegen die Ansteckung. Mit starken Nebenwirkungen zwar, das wird auch mehr und mehr deutlich, aber es vermeidet massiv die Ausbreitung. Ich sage einmal, und das ist jetzt natürlich ironisch gemeint, diese Maßnahmen, die schützen auch vor der Ansteckung durch den Heiligen Geist. Wenn wir es behindern wollen, verlangsamen, dass das Evangelium von Jesus Christus sich ausbreitet, gut, am Ende wird es immer stärker sein, aber wir können ihm im Weg stehen. Dann hilft, noch einmal in Anführungszeichen, am meisten, wenn wir als Christen von der Welt Abstand halten, bloß keine Nähe, am besten im Haus bleiben und den Mund halten.
Oder jetzt sage ich es richtig positiv formuliert, dieser Auftrag von unserem Herrn Jesus Christus an seine Gemeinde. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Wenn wir den erfüllen wollen, weitergeben, was wir an Gutem empfangen haben, dann ist dazu gerade wichtig, herauszugehen und den anderen nahe zu kommen. Inzwischen haben wir zu diesem Thema ja viel gelernt. Der Begriff Social Distancing zum Beispiel ist ja eigentlich irreführend. Vielleicht im Englischen richtig, aber in der deutschen Übersetzung nicht gut. Und deswegen wird er auch inzwischen seltener verwendet. Wir sollen nur äußerlich Distanz halten. Das ist wichtig zum Schutz von Risikogruppen, aber nicht sozial Distanz halten. Ganz im Gegenteil, ist es gerade in dieser Zeit wichtig, ein Gefühl von Nähe zu geben, Zusammenhalt, füreinander Dasein, einstehen, sich auch gegenseitig ins Gebet nehmen. Da brauchen wir gute Ideen, um mit lieben Menschen in Verbindung zu bleiben. Das Telefon, Briefe, Hilfsdienste, Aufmunterungen, ganz viele Möglichkeiten gibt es da. Und diese guten Ideen, diese Kreativität, die brauchen wir auch, wenn wir Jesus Christus bezeugen. Denn manche Formen gehen ja gerade nicht. Keine großen Zusammenkünfte, leider kein gemeinsames Singen, schade. Keine Kirchentage, keine Gospelkonzerte, alles sonst gute Möglichkeiten für den Heiligen Geist, um Menschen nahe zu kommen, dass wir Gottes Nähe spüren können. Aber auch in dieser Zeit der Einschränkungen und Hygieneregeln äußerlich, da können wir aus uns selbst herauskommen und anderen Menschen nahe treten, um Jesu Zeugen zu sein. Und wie gesagt, Ideen gibt es dazu genug. Wenn da nicht in uns im Grunde eine ganz andere Sorge steckt, die im Grunde auch immer schon da war und immer schon viel größer war, unabhängig von Corona. Diese Frage, diese Sorge, trete ich damit dem anderen nicht innerlich zu nahe? Ich will doch keinen belästigen oder gar bedrängen. Glaube ist doch Privatsache, wird oft gesagt. Wir meinen, haben natürlich nie gefragt, aber wir meinen, ach, der andere, der scheint doch glücklich und zufrieden zu sein mit seinem Leben. Der interessiert sich bestimmt gar nicht dafür, was mir persönlich im Leben hilft und wichtig ist. Warum sollte ich ihm damit also zu nahe treten, mit solch intimen Dingen? Heute ist Glaube ja fast eine der intimsten Sachen, wovon man reden kann. Nein, da gebe ich mir lieber keine Blöße. Es kann sein, dass der andere es womöglich lächerlich findet. Und dann würde ich von ihm ja auch noch Offenheit herausfordern. Er muss ja irgendwie reagieren. Das wird er bestimmt auch blöd oder unangenehm finden. Also bin ich lieber übervorsichtig, bleibe von vornherein auf Abstand in jeglicher Weise. So sind wir heute gehemmt, wenn es um das Reden über unseren Glauben geht, das Bezeugen. Als ich in diesem Jahr die Pfingstgeschichte bei Lukas noch einmal gelesen habe, bin ich bei den Spöttern hängen geblieben. Sie meinen ja, die Apostel, die sind alle doch bloß betrunken. Und meistens wird das so erklärt, wie es zu diesem Spott gekommen ist, fremde Sprachen. Und diese fremden Sprachen sprechen die Jünger ja nun auf einmal. Die klingen für einen, der sie nicht kennt und nicht versteht, wie bla 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 bla. Ähnlich eben so wie das Lallen von Menschen, die nicht mehr ganz nüchtern sind. Vielleicht war es aber auch noch ein anderer Eindruck, der diese Spötter denken lässt, hier ist bestimmt Alkohol mit im Spiel. Die Jünger haben nämlich auf einmal keine Hemmungen mehr, auf fremde Menschen zuzugehen, sie anzusprechen, davon zu erzählen, was ihnen im Leben wichtig ist, wie Gott ihnen das Wichtigste geworden ist. Das ist eine Mitteilsamkeit, die wir heute fast nur noch von Betrunkenen kennen. Die tragen oft ihr Herz auf der Zunge. Noch so ein problematischer Vergleich, ich weiß.
Aber ich hoffe, er macht dennoch ein wenig klar, was ich meine, dass die ersten Jünger hier ganz ohne Alkohol noch einmal, aber sie waren bereit zu erzählen, freimütig von dem zu reden, anderen es zu erzählen, wovon ihr Herz erfüllt ist. Und so ist das bis heute. Um ein Zeuge von Jesus Christus zu sein, braucht es das Wagnis von Nähe. Auf andere Menschen zugehen, weniger Hemmung, Menschen in mein Herz schauen zu lassen. Gottes Geist gibt uns nicht nur den Mut dazu und die rechten Worte, auch das ist ja eine ganz wichtige Wirkung des Heiligen Geistes, dass er Beistand ist, dass wir dann wissen, was die rechten Worte sind. Und der Heilige Geist vermag dann auch bei dem Gegenüber Ohren und Herzen zu öffnen. Das war damals so in Jerusalem. Viele sind so zum Glauben gekommen. Und heute geschieht es noch genauso. Denn es ist derselbe Geist, kraftvoll und wirksam, den Jesus uns, seinen Jüngern, schenkt. Er bläst uns damit an, er kommt uns damit ganz nahe. Dieser Geist des lebendigen und lebensschaffenden Gottes. Ich bete Amen. Mit einer Liedstrophe aus Lied 135. Lass die Zungen brennen, wenn wir Jesus nennen, führ den Geist empor. Gib uns Kraft zu beten und vor Gott zu treten, sprich du selbst uns vor. Gib uns Mut, du höchstes Gut, tröst uns kräftiglich von oben, beider Feinde toben. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.